Johannes Silberschneider ist einer der gefragtesten, schillerndsten und vielseitigsten Künstler im deutschsprachigen Raum. Der im obersteirischen Mautern geborene Schauspieler, der seine Karriere als Johnny Silber startete, arbeitet an allen wesentlichen Theatern und war in bisher über 100 Fernsehproduktionen und Kinofilmen zu sehen. Seiner Heimat ist der in München lebende Steirer so eng verbunden, dass er den Menschen medial sogar die steirische Mundart näher bringt. Na, eigentlich nicht. Das hat sich irgendwie so ergeben. Ich glaube, das war so eine Voraussetzung für den Beruf, dass ich mir gedacht habe, jetzt probierst du mal alles aus, was da angeboten wird, weil ich mich eh nicht auskennt habe. Weil ich bin da in diesen Beruf hineingekommen als völliger Frischling vom Land. Ich war, glaube ich, davor noch nicht einmal in einem Theater, außer einem Schultheater, was ich mal gesehen habe. Und das war so, ja, das hat sich so ergeben. Der Paulus Manka hat auch während irgendwie am Seminar mal gesagt, also gesagt, wer noch 5 Jahre den Beruf noch ausübt, der hat gute Chancen, dass er das bis zum Lebensende macht. Und dann denkst du, ja, jetzt musst du halt schauen, dass du die ersten 5 Jahre wenigstens bewältigst. Und dann habe ich halt, obwohl ich nie fest engagiert war, das ist das Lustige. Ich glaube, das gehört auch zum Steirer dazu, eine gewisse Freiheit. Er will Erkundungen machen, ein bisschen Erdsätze gehen, er will auf alle Berge auf, er will ein paar Alm hinten haben, wo er wieder einkehren darf. Er braucht so ein paar Punkte, aber ich glaube, er muss nicht festsitzen. Nein, ich glaube, das war sie nie ausgegangen mit mir. Wir waren einmal mit Copy Shop zum Oscar nominiert und da waren wir drüben. Und das war halt so, ja, witzigerweise so ein Film, wo nur ich eigentlich vorkomme, so ein Vervielfältigungsfilm, so ein total interessant. Ein digitaler Film, der analogisiert wurde. Und da hat der Regisseur, der Virgil Wildrich, da haben wir schon gesagt, ja, dieser Film könnte zu 100 Festivals eingeladen werden. Oscar ist auch möglich. Und das ist, die Einladungen haben gestimmt. Und das war sehr interessant, weil da war ich das erste Mal halt da drüben. In diesem Kodak Theater war das das erste Mal. Und das war so nach 9/11. Und das war so alles nicht realistisch für mich. Da hat man plötzlich, ist man angekommen, wir haben beim österreichischen Botschafter wohnen dürfen und da sind wir halt hingekommen und dann mit so einer Limousine hingefahren und das war alles nicht, für mich nicht realistisch, das war so ein bisschen wie ein Plastik-Art Deco und das war so, es war ein bisschen wie bei einer Viechversteigerung in der Oberlandhalle, so beim Wettbewerb. Da waren so Tribünen aufgebaut und da waren die Reporter und da irgendwie so einkauft die Leute, die geschrien haben, als du vorbeigegangen bist. Und das Lustige war, dass man halt dann so, ja, die Penelope halt wieder getroffen und Hand geschüttelt und du hast halt so Leute getroffen, ein paar, die du halt kennst, hast du mal, und Ben Kingsley und so. Und es war wirklich, es war unrealistisch. Und dann war so, hat das so lang gedauert. Und da muss man aufs Klo auch mal gehen und dann war es rausgewischt, werden so Sit-in-Doubles reingeholt mit so Nummern. Und der hat mich, und beim Aussehen war es auch schon so, es war wahnsinnig kalt, alles so Air-Condition. Und es war nichts da, kein Buffet und so, nur so ein Grüppchen ist beieinander gestanden im Vorraum. Und da habe ich gedacht, boah, das sind so alte Damen, die da sich unterhalten. Und da bin ich vorbeigegangen und dann war das auf einmal der Woody Allen mit Paul McCartney, die da geredet haben und so. Und ich bin so vorbei, habe mich überhaupt nicht ausgekannt. Und meine Agentin hat gesagt, du musst da zu einer berühmten Agentin von Philipp und Morris und musst so. Und dann bin ich da hin am nächsten Tag und dann hat sie gesagt, so, you were nominated for the Oscar. Ja, do you want to move to Hollywood? Dann habe ich gesagt, nah. Do you want to make TV? Michael Sheen also did. Und dann habe ich gesagt, so, und das Letzte, was sie gefragt hat, war, which language was the movie? Ich habe gesagt, it was a silent movie. Ich glaube, das ist dasselbe wie mit der Sprache, mit der Landschaft. Man wird sozialisiert dort, wo man herkommt. Und zwar glaube ich, dass die ersten Jahre so eine seelische Sozialisierung sind und dann gibt es so eine pubertäre Sozialisierung. Für mich ist die kindlich-seelische Sozialisierung Mautern. Meine pubertäre ist Eisnerz. Es ist alles ziemlich der gleiche Rahmen, aber Eisnerz. Mautern war so für mich das
kindliche Dorf, die Umwelt, die Geborgenheit im Kleinen, das erste Sozialgefüge. Eisenerz war für mich das, Eisenerz ist für mich so ein Weltmodell geworden. Das ist ein Stadtgefüge gewesen mit damals nur 14.000 Einwohnern, mit Industrie, mit allen parteilichen Aufsplitterungen, mit allen sozialen Schichten, mit allen Möglichkeiten im Kleinen. Und ich glaube, dass mir das einfach, das ist in mir verwurzelt wie so eine Struktur, die mein Leben geprägt hat. Ja, bin ich absolut der Überzeugung. Ich glaube, dass die Mundart, die Muttersprache deine Ausdrucksmöglichkeiten von Kindheit an prägt. Das ist die, sagen wir wieder dort, was ich eh schon erwähnt habe, das ist die, der Urausdruck und das ist die erste Kommunikation, das ist der Urbeginn von Sozialisierung, die Sprache. Ja, weil das so eine Art Schmuckschachtel war, die nicht so geplant ist wie Salzburg. Salzburg ist richtig ein Bonbonnier, aber die Steiermark ist noch, und Graz war wie so eine architektonische Bretteljausen des Höchsten. Das war so ein unglaublich schönes Gebilde von Architektur und Sozialstruktur und wo alles gelebt hat, wo alle Schichten gelebt haben. Ich habe Graz immer als Kulturstadt bewundert. Nicht umsonst hat sich da auch sprachlich so viel getan und architektonisch, weil das wirklich immer ganz toll verwachsen war miteinander und das war wie so ein Schatzkästchen. Ich glaube, wenn es je was Eigenes gegeben hat in meinem Leben, dann war das diese Entdeckung des Rock'n'Roll für mich. Das hat begonnen an einem Sonntag, kurz vor Schulbeginn, also der letzte Ferientag. Und der hat wie immer gleich ausgeschaut, im letzten Jahr ist man in der Früh als Ministrant ins Liesingkreuz noch mitbürgert zu einer, das war so die Schuleröffnungsmesse und dann sind wir mit die Roten Falken auf die Tullinghöhe gefahren von der anderen Partei mit und da war es so ein Sommerausklangsfest. Und da habe ich das erste Mal eine Schlaggitarre gehört. Also ich war bei elektrischer Gitarre mit einem Schlagplattel, mit einem Plektrum und alles hat super gelungen. Und wie ich heimgekommen bin, war im Fernsehen, bei den Nachbarn habe ich schauen dürfen, da war immer so eine Filmsendung, der Film für dich hat das geheißen, wo es später Trailer war mit dem Frank Hoffmann, war damals der Film für dich mit dem Peter Machatsch noch. Mit den und da haben sie gezeigt, die Vorschau für einen Film, American Graffiti vom Lukas. Und da habe ich das erste Mal einen alten Rock'n'Roll gehört. Chuck Berry, Almost Grown und das war für, und At the Hub für Danny und the Juniors und glaube ich, You're 16, You're Beautiful and You're Mine. Und da war ich fertig. Ich glaube, mein ganzes Leben ist, glaube ich, sicher 75% Rock'n'Roll. Der Rest ist, glaube ich, steirische Heimatpflege und Religion oder irgend sowas. Neun Schätze, neun Plätze, fünf, das ist immer ganz was Schweres. Also ich glaube, dass sich die, das ändert sich bei mir immer mit der Zeit. Aber meine Lieblingsplätze liegen halt alle so in der Eisenwurzen, in dem Gebiet halt, wo ich aufgewachsen bin. Was ich später für mich entdeckt habe, war so der Thuracher Bereich und der Mariazöller Bereich, aber auch die Weststeiermark gegen die Kalpen zu. Aber ich glaube, die Steiermark ist so reich von Plätzen, dass man nur irgendwo hinfahren muss und sich ein bisschen umschauen muss und man ist völlig in einer anderen Welt. Frische Schwammerln, panierte Pilz mit einem warmen Erdäpfelsalat, Eierschwammerl-Gulasch frisch brockt aus dem Wald mit einem Semmelknödel. Vegan? Nein, ich weiß nicht, aber das schmeckt mir am besten. Ich habe immer so, war ganz lang, ich glaube mit 17 Jahren mein erstes Fleisch gegessen, weil ich auf einem Bauernhof groß geworden bin und weil man graust hat.
vom Sauerstechen und von dem. Und aber ich bin nie auf die Idee gekommen, dass ich das aß, aber mit so Schwammerl und mit Gemüse war ich immer sehr gut bedient. Politiker, die das Land lieben und es ebenso pfleglich behandeln, wie sie pfleglich behandelt werden wollen. Ein Traum von mir war immer, sowohl als Sänger, glaube ich, wie als Schauspieler, dass alle Medien versagen, also dass es keine Speichermedien mehr gibt und so. Und dass, glaube ich, der Einzige bin, der die ganzen Geschichten und Lieder noch kennt aus der alten Zeit und dass da noch einmal so, geh, Süberl, ich probiere ein bisschen was für uns, mei, kannst nicht nur. Ich glaube, das wäre der Traum, dass man so eine ewige Musicbox ist, die man verinnerlicht hat und zu jeder Zeit sozial abrufbar, human, analog, menschenvermittelnd die Geschichten erzählen kann, die einen geprägt haben.